Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop, Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen die Präzession, also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Horoskopen, in westlichen Astrologie. Liebe Senilia, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. In diesem Bild, was du hier siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild ändert sich nichts. Ein Geburtshoroskop bleibt immer so stehen und das ist die Landkarte deiner Seelenreise und das bedeutet, die Sternenhimmel war genauso über dir in deinem Geburtsmoment, in dem Ort, wo du geboren bist. Das spiegelt sich und das ist wie ein Momentaufnahme und dieses Bild zeigt dein Geburtshoroskop. Und ein Geburtshoroskop ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Wenn du das Bild anschaust, dann siehst du, dass es gibt Lebensbereiche, wo du Energie hast. Einflüsse von Sonne, Mond und von Sternen. Und diese Lebensbereiche sind für deine Seelenreise sehr wichtig. Dein Selbst zu leben, wahrgenommen zu sein, deine Persönlichkeit, deine Werte und deine Finanzen, Sicherheit, Stabilität, Halt, deine Wohnsituation, Familie, dann Ausland, Auslandskontakte, Bildung, Spiritualität und deine Berufung. Wie ich schon sagte, in diesem Bild ändert sich nichts. Was sich aber ändert, das bist du und du bewegst dich in dein Leben und alle 7 Jahre befindest du dich in einer anderen Periode. Diese 7 Jahre Periode. Das heißt, alle 7 Jahre bewegst du dich in einen anderen Boden. Andere Themen sind wichtig, andere Eindrücke hast oder Begegnungen mit Menschen, die dir das auch spiegeln. Du bewegst dich gerade in einer Fischenperiode, nicht nur jetzt, sondern in die kommenden 6 Jahre immer noch. Und das bedeutet für dich deine Träume verwirklichen und auch deine Kreativität leben. Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Natürlich Mond auch. Wir sprechen über Sonnenbewegung, wobei die Bewegung macht eigentlich unseren Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Und wir sprechen auch über Sonnenbewegung. Jetzt sind wir im April 2019. Pluto bewegt sich zur Zeit in der Kreiszeichen Schütze nach indischen Astrologie natürlich und aktiviert bei dir Themen wie Themen mit deinen Kindern, oder mit anderen Kindern, deine Kindheit. Pluto bedeutet alles loslassen, was deine Energie raubt und auch von Gefühlen verabschieden, wie Angst oder Zweifel. Das ist natürlich ein Rückblick auf deine Kindheit, da aufräumen von Emotionen, verabschieden, was etwas auslöst bei dir, wie Verlustangst. Angst zum Beispiel oder Erinnerungen, die mit Tränen verbunden sind. Und Pluto zeigt noch etwas. Pluto verkörpert auch die Sexualenergie
und hier bei Lebensfreude, dass du das genießen sollst. Neptun befindet sich im Tierkreis Zeichen Wassermann und aktiviert Liebepartnerschaft und zeigt deine Träume. Vorausgesetzt ist, du glaubst an diesen Traum und da hast du die karmischen Lernaufgabe und hier brauchst du auch eine Heilung. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen und unerwartete Ereignisse. Uranus bewegt sich im Widder und das hast du auf Reisen, im Ausland, dass du unerwartete Ereignisse hast oder ungewöhnliche Begegnungen, kann auch bedeuten, dass du auf dem spirituellen Reise bist und Uranus steht auch mit Astrologie in Verbindung. So hast auch hier diese Verknüpfung. Saturn befindet sich in Schütze Saturn ist der Planet der Schicksal und auch die Karma, kommen karmischen Erinnerungen. Aber Saturn möchte etwas erreichen in unserem Leben, dass wir etwas lernen, dass wir unserem Schicksalsweg gehen, dass wir diese Sicherheit, Stabilität verspüren, weil Saturn möchte etwas in Form zu bringen. Und du kannst gerade etwas in Form zu bringen in dein Leben, wenn du deine schöpferische Kraft ohne Angst, ohne Zweifel nützen kannst. Jupiter befindet sich auch im Schütze, bringt dir Glück und Optimismus und Lebensfreude. Jupiter vermehrt etwas und hat mit Schwangerschaft auch etwas zu tun. Mars befindet sich im Stier und zeigt deine Kraft, wo du dich einsetzen sollst und behaupten sollst oder dich wehren sollst und das ist deine Berufung oder dass du Ansehen bekommst, Respekt bekommst. Mars bedeutet auch männlichen Person, die Chancen, Möglichkeiten hast du mit einem Mann begegnen in beruflichen Umfeld. Das kann auch sein Beruf sein oder ein Mann, wo in die Öffentlichkeit steht. Venus ist die Planet der Liebe und aktiviert die Partnerschaft. Bei Merkur Einfluss haben wir Terminen oder Gesprächen oder unterschreiben wir Vertrag oder Handel ist auch der Planet der Kaufleute. Merkur hast auch im Wassermann, jetzt im April, das heißt Gespräche, Kommunikation, Kontakt mit einem Mann aktiviert dein Liebesleben, aktiviert Partnerschaft und Sonne bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen nach indischen Berechnung und das ist die Monatsthema und das ist bei dir die Transformation. Diese Erneuerungsprozesse. Natürlich kann auch auslösen in erbschaftlichen Themen oder Terminen im Bank oder Finanzamt. Eine Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas gebremst ist oder wir sollen nicht zu stürmisch vorangehen, sondern wir sollen etwas noch überprüfen. Oft hat das mit Vergangenheit etwas zu tun. Aber Rückläufigkeit löst bei uns auch das Gefühl aus, es geht nicht voran, alles ist so zäh, hat aber einen Sinn. 11. April wird Jupiter rückläufig und hier hast du dann Erinnerungen an die Kindheit. Oder wenn das um deine schöpferische Energie handelt, dann traust es nicht zu oder bremst dich noch etwas. 25. April ist Pluto rückläufig und Pluto wirkt hier
auch im Bereich die Kinder oder Lebensfreude. Und diese Rückläufigkeit von Pluto bedeutet, denk nach an deine Vergangenheit und lass alles los, was dich bremst, und genieß das Leben, du brauchst die Lebensfreude. 30. April wird Saturn rückläufig und das erinnert dich an die Vergangenheit. Jetzt die Mondposition. Ich möchte jetzt nicht jeden Tag erwähnen, wo die Mondbewegung ist, sonst würde diese Aufnahme sehr lang sein. Aber Neumond, und da hast du einen persönlichen Bezug, weil du bist im Neumond geboren, und Halbmond und Vollmond. 5. April ist Neumond in Fischen. Ein Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Und das erlebst du in Fischen, hier im 8. Lebensbereich, wo um das Transformation und Erneuerungsprozessen geht. 12. April ist Halbmond in den Zwillingen. Halbmond ist immer Spannung, löst Nervosität, Unsicherheit aus. Und das hier im Zwillingen, entweder hast du Spannung im Freundeskreis oder wenn das um deine Hoffnungen, Wünsche, Träume geht, dann zweifelst du daran. 19. April ist Vollmond im Waage. Vollmond beleuchtet etwas. Da haben wir Erkenntnisse oder kommt die Wahrheit ins Licht. Oder wir sollen genau da hinschauen. Und bei Waagenthemen handelt es sich um das Wissen oder Kommunikation oder die Verbindung zum Verwandten, Nachbarn. Aber auch, wie kannst du dich behaupten bei Konkurrenten, Rivalinnen? 26. April ist Halbmond im Steinbock. Spannung, Nervosität im Bereich Arbeit oder wenn das um Gesundheit geht, weil hier handelt es sich auch um gesundheitliche Themen, brauchst du innere Ruhe und inneren Gleichgewicht. Mai 2019. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen wieder und zeigt ein Monatsthema. Und das ist Reisen, Bildung oder Spiritualität. Kann auch Prüfungen bedeuten. Entweder in Bildung, in Schulungen oder stehst du in einer Prüfung im Lebensschule. Das Leben prüft dich. Ist auch möglich. Jupiter ist rückläufig und kehrt wieder zurück zum Skorpion. Und da hast du Chancen, Möglichkeiten, wohnlich etwas verbessern. Oder hast du eine optimistische Haltung und das gibt dir die innere Sicherheit und Stabilität. Merkur und Venus ist im Fischen. Das kann auslösen, dass du Termine hast und hast im Ämtern eine Verbindung zu einer weiblichen Person oder hast du eine erbschaftliche Situation und da habt ihr Termin und da ist eine Frau, spielt eine Rolle. Aber hier im 8. Lebensbereich ist auch die Transformation und mit Venus ist eine weibliche Energie, handelt sich auch um Sexualität. Und Merkur zeigt die Jugend, die jugendlichen Frische, dass du veränderst dich innerlich oder äußerlich als Frau, stellst anderes dar und siehst du viel jünger aus. Jetzt noch Rahu und Ketu, das habe ich im April nicht gesagt. Rahu und Ketu ist die beiden karmischen Knoten. Die beiden zusammen ist die Drache. Und diese Drache symbolisiert erstmal die Angst und wir sollen diese Angst überwinden
und auch unserem karmischen Weg, unserer Seelenreise. Das sind Erinnerungen. Die Drachenkörper zeigt die Erinnerungen und die Drachenkopf, das, was die Seele sucht als neue Aufgabe oder neue Erkenntnisse. Die Seele braucht das, sucht den Kopf dieser Drache. Die Drachenkörper befindet sich im Schütze. Hier aktiviert dieser Drachenkörper karmische Themen. Und das hat mit der Kindheit oder mit der Lebensfreude etwas zu tun oder deine schöpferische Energie. Und der Drachenkopf, das, was wir suchen, was unsere Seele sucht, die Drachenkopf bewegt sich in Zwillingen. Und da machst du dieses Jahr und auch noch nächstes Jahr hier Erfahrungen, karmischen Erfahrungen. Das ist möglich, dass du im Freundeskreis karmischen Begegnung hast oder dass du deine Wünsche leben sollst, weil das ist deine karmische Lernaufgabe, deine Träume verwirklichen. Dieser Drachenkopf, Rahu, und Drachenkörper, Ketu, bewegt sich ganzes Jahr und auch nächstes Jahr noch im Schütze und Zwillinge. 4. Mai ist Neumond im Widder. Das heißt Nachdenklichkeit über eine Reise oder Spiritualität. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Halbmond bedeutet Nervosität, Unruhe. Und hier im Krebs ist der Rückzug. Also du sollst zurückziehen, dich ausruhen, zur Ruhe kommen. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Da wird etwas beläutet. Und das betrifft die Schulungen, das Wissen, die Kommunikation, wie du dich behaupten kannst gegen deinen Konkurrenten. Juni 2019 Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema ist Anerkennung bekommen, im Mittelpunkt sein, Öffentlichkeit und auch Berufung leben. Bei Merkur handelt es sich um Gespräche. Das kann auch bedeuten, dass du Vorträge hast, stehst in Öffentlichkeit oder schreibst ein Buch und das kommt in Öffentlichkeit. Oder du bist wahrgenommen und anderen hören zu, was du meinst, und bekommst du Anerkennung. Venus ist im Widder. Das kann bedeuten Kontakt im Ausland mit einer weiblichen Person oder machst eine Reise und das findest du schön oder bist du im spirituellen Weg und bist sehr kreativ. Und Mars ist in den Zwillingen. Und das heißt, da möchtest du dich behaupten, auch im Freundeskreis, oder du begegnest im Freundeskreis, Bekanntenkreis oder in einer Gruppe von gleichgesinnten Menschen mit einer männlichen Person. 22. Juni wird Neptun rückläufig, zeigt deine alten Erinnerungen, deine Träume. Dann passiert im Juni etwas Wichtiges. Saturn ist der Planet der Schicksal und Karma ist rückläufig. Und diese Rückläufigkeit zeigt alten karmischen Themen. Pluto zeigt, wie wichtig das ist, loslassen, in Kraft bleiben, ist auch rückläufig, zeigt auch karmischen Themen. Und Ketu, dieser Drachenkörper, zeigt auch alten Karma. Diese drei bilden sich einen sogenannten Konjunktion im Schütze und die wirken zusammen, aktiviert Vergangenheit und das erlebst du hier.
Und das hat mit deinem inneren Kind etwas zu tun oder deine Kreativität, deine schöpferische Energie wird hier aktiviert. 3. Juni ist Neumond im Stier. Halte dich zurück, du musst nicht im Mittelpunkt sein oder in Öffentlichkeit oder sei nachdenklich, wo ist deine Berufung? 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Da wirkst du etwas unsicher oder nervös oder kommen Einflüsse von außen und es bringt dich aus dem Gleichgewicht. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion und das wird beläutet Thema Basis, Fundament oder dein Zuhause oder etwas gründen. Und 25. Juni ist Halbmond in Fischen und das bedeutet, du fängst an deine Träume zum Zweifeln oder hast du endlich ein Thema und es ist unangenehm für dich auch keinen Termin in dem Tag ausmachen. Juli Sonne und Venus ist in Zwillingen. Und es zeigt Monatsthema, außerdem angenehme Kontakte, auch zum Frauen. Merkur und Mars ist im Krebs und das muss ich genau erklären. Im 12. Lebensbereich sind die Geheimnisse. Bei Merkur-Energie handelt es sich um Handlungen und Gespräche. Du hast das Gefühl, irgendwas ist im Geheimen. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person erzählt etwas Geheimnisvolles oder erzählt seine Geheimnisse. Kann auch bedeuten, dass du geheime Feinde hast und sie schwätzen hinter deinem Rücken und du sollst aber dich wehren. 8. Juli wird Merkur rückläufig. Das heißt, die Gespräche laufen nicht so rund oder du sollst noch etwas überprüfen, wenn es um Termine oder Verträge handelt oder meldet sich jemand von Vergangenheit. 2. Juli ist Neumond in Zwillinge. Nachdenklich sein, wen kannst du vertrauen in deinen Freundeskreis, wen nicht? Oder meditieren über deine Wünsche. Oder halte dich zurück von Gruppen von Menschen, wie zum Beispiel ein Verein oder eine Partei. Oder halte dich zurück von Freunden, Bekannten. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. Und das hat mit deinen Werten und mit Finanzen was zu tun. Löst Unsicherheit aus. In diesem Tag nichts investieren, nichts kaufen, keinen Vertrag unterschreiben, was mit Finanzen was zu tun ist. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze. Finsternisse haben immer mit karmischen Themen, hier aktiviert Vergangenheit. 25. Juli ist Halbmond in Fischen, wieder Unsicherheit, wenn das um Transformation geht. Das ist Thema Loslassen. Es ist nicht einfach, weil du neigst dazu, etwas festzuhalten, kann aber auch Themen sein mit Erbschaft oder Ämtern. Und an diesem Tag würde ich auch keinen Termin ausmachen. August 2019. Merkur ist in Zwillingen. Das kann Gespräche sein mit Freundeskreis, mit Freunden. Kann auch bedeuten, du meldest dich an in einen Verein zum Beispiel und unterschreibst einen Vertrag. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Bei Mars und Venus
handelt sich um geheime Liebe. Das kann natürlich auch hier aktiviert werden. Und bei Sonnenenergie heißt es, die Gefahr ist da, dass das zum Licht kommt, in die Öffentlichkeit kommt. Kann auch bedeuten, dass jemand erzählt etwas über ihren oder seinen Liebesleben. Aber achte darauf, wenn das um dich selbst, um dein Liebesleben handelt, dass du schweigen sollst, weil diese Sonnenkraft würde bedeuten, alles, was du erzählst, kommt ins Licht. Kann diese Konstellation auch auslösen, dass jemand neidisch auf dein Liebesleben ist? Also hast du geheime Feinde und damit sollst du auch bewusst sein. 12. August wird Jupiter direktläufig. Und das bedeutet, hier hast du mehr Glück im wohnlichen Bereich. Kann auch bedeuten, dass du vergrößerst etwas. Gibt dir auch eine optimistische Haltung, geht alles voran. 12. August wird Uranus rückläufig. 1. August ist Neumond im Krebs. Und das heißt, Rückzug, die Geheimnisse des Lebens verstehen. 7. August ist Halbmond im Waage, eine gewisse Spannung bei Verwandten, aber auch bei Schulungen. 15. August ist Vollmond im Steinbock, die Berufung, die berufliche Situation oder dein Gesundheitszustand wird beläutet. Da kommen Erkenntnisse. 23. August ist Halbmond im Widder, eine gewisse Spannung auf Reisen oder Unsicherheit, in welchen Weg sollst du dich bewegen im spirituellen Bereich. 30. August ist Neumond im Löwe und das ist ein wichtiger Tag für dich Besonderes, weil du hast Löwe-Aszendent, bist du auch in einen Neumond geboren und das ist Neumond am 30. August, also das ist so dein Tag und wird von Regulus bestrahlt. Und dein Aszendent befindet sich im Mondhaus, wo Regulus herrscht. Und das ist ein königlicher Stern, der Herz der Löwen. Also das bedeutet eine königlichen Auftreten oder das zu verinnerlichen. Dein Herz betrachten wie eine Schatztruhe und das mal öffnen. Welche Herzensangelegenheiten hast du? Das auch Ziel setzen und in einen Neumond kannst du das verinnerlichen. September. Sonne, Merkur, Mars und Venus, alles ist im Löwe und das ist so dein Monat. Da kommst du in Geltung, ins Licht und ist auch ein besonderer Monat, weil 19. September wird Saturn, hier Saturn, direktläufig. Das heißt, Saturn beeinflusst unserem Schicksal, weil das ist die Schicksalsplanet. Und bis 18. September ist noch rückläufig. Das löst aus bei vielen Menschen, wo wir das Gefühl haben, es geht nichts voran. Das bremst uns ein bisschen. Und ab 19. September dreht sich die Richtung und geht's voran. Und das spüren wir auch. 6. September ist Halbmond in Skorpion. Eine gewisse Nervosität oder Unruhe, dann ist gut zurückziehen, zu Hause bleiben. Kann auch bedeuten, eine kleine Reparatur oder Ärger, was im Haus ist. 14. September ist Vollmond im Wassermann. Da wird beleuchtet deine Partnerschaft, Thema Liebe, Partnerschaft. 22. September ist Halbmond im Stier. Entweder hast du das Gefühl, du wirst übersehen, nicht wirklich wahrgenommen oder Spannung im Arbeit oder du zweifelst an deiner Berufung.
28. September ist Neumond im Löwe. Und das ist gut, Rückzug, Nachdenklichkeit, um deine Persönlichkeit, aber auch um dein Aussehen. Was möchtest du verändern? Vielleicht einen anderen Haarschnitt oder anderen Auftreten. Oktober 2019 Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Monatsthema ist Werte, Wertschätzung, und bei Mars und Venus handelt sich natürlich um die Liebe, aber kann auch die Finanzen bedeuten, dass du Geld ausgibst für schöne Dinge. Das ist Venus-Energie. Bei Mars Einfluss kann auch schnelle Handlungen sein. Manchmal unüberlegte Handlungen. Merkur befindet sich im Waage und das bedeutet Gespräche mit Nachbarn oder Verwandten. Kann auch bedeuten, dass du Schulungen anbietest, Wissen vermittelst oder du lernst etwas. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Das kann Spannung sein mit Kindern oder du möchtest die Lebensfreude leben, aber du bist streng zu dir selbst oder traust es nicht zu. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen. Das ist dann für dich klar und deutlich, was sollst du loslassen, wie kannst du etwas erneuern. Oder Klarheit um eine erbschaftliche Situation oder bei Ämtern. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen. Spannung mit Freunden oder wenn du Wünsche, Träume hast, dann fangst an zweifeln. Das kann das auch auslösen. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. Nachdenklichkeit um deinen Werten, Nachdenklichkeit, was ist für dich wertvoll, was möchtest du in Besitz nehmen und die Finanzen überprüfen. November. Sonne ist im Waage, Monatsthema ist Kontakt mit Verwandten. Oder du kommst in Geltung und kannst du dich gegen Konkurrenten behaupten. Oder kommt mehr Kontakt, Kommunikation. Kann auch bedeuten, dass du Seminare hast und vermittelst Wissen oder besuchst ein Seminar und wirst du was Neues lernen. Mars ist im Jungfrau, also bleibt im Jungfrau. Und das kann bedeuten, dass du dich einsetzen musst, die Finanzen zu verbessern. Oder hast Kontakt mit einer männlichen Person und das hat mit Finanzen was zu tun. Merkur und Venus ist im Skorpion. Und das kann bedeuten, dass du einen Vertrag unterschreibst. Und dieser Vertrag bringt dir Glück. Kann dieser Vertrag auch mit einer weiblichen Person sein? Oder dass jemand dich besucht zu Hause und das ist eine weibliche Person. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November wird dann Merkur direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig. Das heißt, du lebst mehr deine Träume oder all das, was du vorstellst, kommt in Bewegung. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Eine gewisse Unsicherheit, Unruhe im Arbeit, wenn das um Gesundheitszustand geht. Dann sollst du in inneren Ruhe, in inneren Gleichgewicht bleiben.
12. November ist Vollmond im Widder, das wird beleuchtet, wohin geht die Reise. 19. November ist Halbmond im Krebs, auch Nervosität, Unsicherheit, und das ist gut, wenn du zurückziehst, zum Ruhe kommst. In Ruhe liegt auch die Kraft. 26. November ist Neumond im Waage. Nachdenklich sein, wie kannst du dich behaupten oder was kannst du Neues lernen oder zurückziehen von Nachbarn, Verwandten. Dezember 2019. Mars und Merkur ist im Waage und das bedeutet, du kannst andere überzeugen und führst du Gespräche oder hast du mit einer männlichen Person ein Gespräch in deiner vertrauten Umgebung oder bei Verwandten, Familie. Sonne ist im Skorpion. Wichtiges Thema ist für dich Halt, Sicherheit im Leben, ein Fundament, ein Basis und auch dein Zuhause. Und Venus ist im Schütze und das zeigt deine Kreativität, deine schöpferische Kraft oder die Verbindung zum Kindern oder die Liebe, die Lebensfreude. 4. Dezember ist Halbmond in Wassermann, eine gewisse Spannung in die Partnerschaft oder du bist etwas unsicher in die Liebe, Partnerschaft. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, da kommst du wirklich in Geltung, bist du auch wahrgenommen. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, eine gewisse unsichere Auftreten oder das Gefühl, du bist nicht ernst genommen. 26. Dezember ist Neumond im Schütze, Rückzug, Nachdenklichkeit auch über deine Kindheit. Januar 2020. Sonne, Merkur, Jupiter ist im Schütze, also Jupiter übergeht im Schütze und das löst aus, dass du mehr Lebensfreude hast, aber Jupiter vermehrt auch etwas, also das kann auch bedeuten, ein Kind wird geboren. Sonne ist auch und Merkur auch im Schütze, also Monatsthema. Ist auch hier im Schütze und Merkur steht auch in Verbindung zum Kinder und Jugend. Venus ist im Steinbock und das bringt dir Glück in die Arbeit oder du hast das Wohlbefinden, kann auch bedeuten Kontakt mit einer weiblichen Person im beruflichen Umfeld oder dass du lebst dein Kreativität und hast diese schöpferische Kraft und das verwirklichst in die Arbeit. Und Mars ist in Skorpion. Da setzt du dich ein, zu Hause, kann auch Reparatur bedeuten oder dass eine männliche Person besucht dich. Februar 2020. Mars bleibt in Skorpion, Sonne ist im Steinbock, also Monatsthema ist die Arbeit und Venus-Merkur ist im Wassermann. Also Gesprächen, Liebe spielt auch eine Rolle oder kommt ein Nachricht und das handelt sich mit deinem Liebesleben. Und März 2020,
Jupiter bleibt ganzes Jahr im Schütze. Saturn und Pluto übergeht im Steinbock und bleibt auch ziemlich lang, besonders Pluto bleibt lange im Steinbock und aktiviert bei dir die Arbeit, aber auch Gesundheit. Sonne, Merkur ist im Wassermann. Monatsthema ist eine Art Wandlung, also Wassermann. Das ist hier falsch. Sonne, Merkur ist im Wassermann. Monatsthema ist Liebe, Partnerschaft, genau. Und Mars befindet sich im Schütze. Dann hast du die schöpferische Kraft oder eine männliche Person wirkt auf dich und verspürst die Leidenschaft, die Lebensfreude. Und Venus ist im Widder. Und das kann bedeuten Liebe im Ausland oder deine Kreativität, deine Spiritualität. Liebe Senilia, das war diese Jahreslegung. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich auch für diesen Auftrag. Alles Gute und alles Liebe von Dendera.